Das Prostituiertenschutzgesetz wird 2 Jahre alt. Der Grundgedanke des Gesetzes ist, Menschen in der Prostitution vor Ausbeutung und Gewalt zu schützen. Das ist ein guter Grundgedanke, den wir natürlich unterstützen. Allerdings haben sich in den 2 Jahren einige Bestandteile des Gesetzes als problematisch erwiesen. Zum Beispiel die Anmeldepflicht oder auch die Tatsache, dass man einen speziellen Ausweis bei sich führen muss. Genau, nicht alle Menschen in der Prostitution sind schutzbedürftig, aber Erfahrungen aus der Beratungsstelle zeigen, dass genau die Menschen, die eben schutzbedürftig sind, oft durch den Schutzcharakter des Gesetzes fallen. Es gibt Menschen, die können sich nicht anmelden, weil sie Angst vor Stigmatisierung haben oder weil sie eben die bürokratischen Abläufe, die das Gesetz oder die Anmeldepflicht erforderlich machen, nicht bewältigen können. Diese arbeiten weiter in der Illegalität und sind dementsprechend auch schwerer für uns als Beratungsstelle aufzufinden. Wir denken nicht, dass das Prostituiertenschutzgesetz in der derzeitigen Form oder auch ein Sexkaufverbot dazu beiträgt, dass diesen Menschen geholfen wird. Wir fordern deswegen einen Ausbau sozialer Beratungsstellen und auch den Zugang zu Sozialleistungen, damit diesen Menschen letztendlich dauerhaft geholfen werden kann. Als Diakonie lehnen wir alles ab, was Menschen stigmatisiert und illegalisiert.